Wird dein ganzer Kram langsam zur Gefahr, weil alles rumliegt? Was wäre, wenn du einen echten Mehrwert mit deinem alten Spielzeug und Krimskrams schaffen könntest? Alles, was du brauchst, ist ein wenig Kreativität und ein offener Geist. Mit dem Rest helfen wir dir. Hier sind einige tolle Möglichkeiten, dein Spielzeug weiterzuverwenden. Liebst du es, online zu shoppen, so wie Bella? Das Scrollen auf Seiten mit wunderschönem Schmuck ist immer eine gute Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Wow, schau dir das saftige Preisschild an. Nur so viel Geld habe ich nicht. Aber vielleicht kann ich selbst was gestalten. Hey, was ist denn mit dem Dinosaurier-Spielzeug, das da rumsteht? Och, schau dir diesen süßen kleinen Kerl an. Och, der ist echt putzig, oder? Ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Möchtest du wissen, wie man so ein Kinderspielzeug in modischen Schmuck verwandelt? Steck zuerst einen Metallring in die Oberseite der Figur und schraube ihn bis zum Anschlag ein. Als nächstes holst du dir einen metallischen Sprühlack und sprühst den Dino ein. Sobald er trocken ist, hängst du ihn an deine Lieblingshalskette und schau, guck doch mal, wie toll der Anhänger ist. Der sieht richtig stylisch aus, wie im Onlineshop, oder? Ja, du siehst gut aus. Ob es sich um dein Schlafzimmer, die Küche oder das Badezimmer handelt, alle deine Sachen haben ihren Platz. Ja, die meisten jedenfalls. Oh, wo soll ich das jetzt hinlegen? Hä? Oh Mann, ich bin auf meine Post getreten. Ich wünschte, ich hätte einen besseren Platz dafür als den Fußboden. Oh Mist, jetzt hätte ich fast noch meine Schlüssel vergessen. Wo habe ich die denn hingelegt? Oh, warum passiert mir das jedes Mal? Oh, Kevin, pass auf, der Ball! Oh, oh, ja. Na, wenn deine Sachen überall rumliegen, was hast du denn erwartet, Kevin? Oh, guck, da sind ja deine Schlüssel. Naja, so hat dir der Schutz doch noch was Gutes, oder? Ich muss einen Platz finden, wo ich die aufbewahren kann. Sieht so aus, als ob da jemand eine brillante Idee hat. Hast du einen alten Tennisball herumliegen? Verwandle ihn in eine hübsche Halterung. Schneide mit einem Cutter einen kleinen Schlitz in die Seite des Balls, nicht mehr als 2 oder 3 cm. Der Schlitz ist der Mund und dann klebst du 2 Bastelaugen auf und machst dein Gesicht daraus. Als nächstes brauchst du eine Heißklebepistole und einen Saugnapf. Gib dann einen Tropfen Heißkleber auf den Saugnapf, aber pass auf, nicht zu viel. Bevor der Kleber trocken ist, drückst du den Saugnapf auf die Rückseite des Balls. Halte alles fest, bis es trocken ist. Oh, der ist echt cool. Möchtest du sehen, wie er funktioniert? Klebe ihn an einen Spiegel im Bad, an den Türrahmen oder wo auch immer du ihn brauchst. Hey, danke, dass du mein Handtuch hältst, kleiner Mann. Oh, das ist viel besser. Jetzt wirst du deine Schlüssel nie wieder verlegen. Und was deine Post betrifft, sagen wir einfach, sie wird nie wieder mit Schmutz und Fußspuren bedeckt sein. Oh, guter Junge. Ich muss einen Platz finden, wo ich all meine Kleider einräumen kann. Okay, ich mache einfach mal einen Schrank auf. So geht's. Ja, aber da ist nicht mehr viel Platz drin. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die Klamotten wegzuräumen. Ach, komm schon. Geh zu. Bella, ich würde da lieber aus dem Weg gehen. Da fällt was. Autsch, oh, das hat bestimmt wehgetan. Und jetzt kommt noch eine Kleiderlawine. Okay, ich muss hier definitiv ein besseres System finden. Ah, und ich weiß auch schon, was zu tun ist. Für diesen Hack brauchst du eine große Holzplatte und einen Spielzeugdinosaurier wie diesen. Schneide das Spielzeug mit einem Cutter in der Mitte durch. Autsch! War nur ein Scherz. Trenne die Hälften und lege die hintere Hälfte beiseite. Mit einer Heißklebepistole verteilst du den Kleber an der Schnittkante entlang. Bevor er trocken ist, drückst du ihn gegen das Holz auf der linken Seite. Jetzt kannst du noch weitere Dino-Freunde auf das Holz kleben. Oh, sind die nicht putzig? Hänge das Holzbrett auf, wo auch immer du es gebrauchen kannst und benutze es für deine Kleidung, Handtaschen oder was auch immer du wegräumen musst. Also, wenn der Platz im Kleiderschrank ausgeht, stress dich nicht mehr. Jetzt hast du ja eine andere Möglichkeit. Ja, genau, diese kleinen Saurierhelfer. Siehst du, wie einfach das ist? Und du brauchst keine Angst mehr zu haben, den Schrank zu öffnen. Stimmt's, Bella? Wow, sieht so aus, als ob da dringend etwas raus möchte. Ein Notfall. Okay, E-Mails beantwortet. Geschäft erledigt. Weiter geht's. Wo ist denn das Klopapier? Hä? Oh nee, was mache ich denn jetzt? Warum steht das denn da drüben?
Komm schon, ich hab's gleich. Mist, ich komm nicht dran. Hey, Moment mal, ich wette, diese kleinen Kerle können mir helfen. Welchen soll ich nehmen? Ah, du wirst mir helfen. Kleiner Kumpel, rette meinen Tag. Ja, fast geschafft. Und wir haben Kontakt. Hey, ich hab eine gute Idee. Wenn du einen Spielzeugdinosaurier hast, dann mach aus ihm meinen Badezimmerfreund. Trage mit einer Heißklebepistole Kleber auf die Unterseite der Füße auf. Ja, auf alle vier. Dann klebst du den Saurier direkt an die Badezimmerwand. Füße voran. Und jetzt hast du einen neuen Toilettenpapierhalter. Wenn es dann wieder Zeit ist für, naja, du weißt schon, dann ist das Toilettenpapier genau da, wo du es brauchst. Alles klar, Kevin. Ja, nur noch ein Touchdown und wir gewinnen das Spiel. Kommt schon. Ja, ich wusste, dass wir es schaffen. Wow, Kevin, du lässt dich aber ganz schön mitreißen, oder? Ups, war ich das? Ah, sieht so aus, als müsstest du da was reparieren. Meinst du nicht auch? Oh Mann, ich habe das Ding kaputt gemacht, oder? Meine Mutter wird mich umbringen. Oh, ich muss das irgendwie jetzt reparieren. Wow. Alles klar, Kevin. Lass uns mal um die Ecke denken. Hast du irgendwas im Haus, mit dem du die Uhr reparieren kannst? Oh, Kevins Gehirn arbeitet. Für diesen Hack brauchst du eine Schallplatte und ein paar Dominosteine. Nimm den Motor der Uhr, der die Batterie hält, und stecke ihn in das Loch in der Mitte der Schallplatte. Wenn du das Ganze ein paar Mal drehst, sollte es ganz gut stecken bleiben. Nimm so eine kleine Unterlegscheibe und lege sie über das Loch auf der anderen Seite, um den Motor zu fixieren. Als nächstes schraubst du eine Metallmutter drauf. Leg dann den Sekundenzeiger der Uhr darüber. Dann machst du dasselbe mit dem Minutenzeiger. Und du beendest das Ganze mit dem Stundenzeiger. Als Zahlen für die Uhr klebst du mit etwas Heißkleber die entsprechenden Dominosteine an. Siehst du? Ein 12er Dominostein ist die 12 auf der Uhr. Mach weiter, bis du alle Stundenzahlen angebracht hast. Häng dein Werk an die Wand und du hast eine brandneue Uhr. Und, wie sieht sie aus, Kevin? Wow, die sieht ja noch besser aus als die Uhr, die da vorher war. Hey, warum stehst du denn hier rum? Schau dir mal mein neuestes Werk an. Ziemlich cool, findest du nicht? Nichts ist schlimmer, als unerwartet auf etwas wie Legosteine zu treten. Oh, das tut echt weh. Wenn diese verdammten Dinger wenigstens für was nützlich wären. Ach ja, wir können deinen Schmerzen nachfühlen, Bella. Wow, was ist das denn? Ein Erdbeben? Oder ist Bella mal wieder auf meine Legosteine getreten? Das war's. Schluss mit den Tretminen. Lass mich nachdenken. Was kann ich mit diesen Dingern anfangen? Was denn mit dem Seitenspender? Irgendwas sagt mir, dass wir gleich etwas Raffiniertes sehen werden. Schraube den transparenten Spender auf und lege mit einer Pinzette einige Legosteine hinein. Nimm verschiedene Formen und drapiere sie nach deinen Wünschen. Na, das sieht ziemlich interessant aus, oder? Wenn du fertig bist, hast du eine lustige kleine Szene direkt in deinem Seifenspender. Wenn du fertig bist, schraub die Pumpe wieder drauf und bestaune dein Meisterwerk. Siehst du? Bella verwandelte eine schlechte Situation in eine gut aussehende. Na also. Hey Kevin, fällt dir hier drin was auf? Was ist denn mit der Seife los? Ja, meine Güte, das sieht ja super aus. Wie sind die denn da reingekommen? Na, hoffentlich hat Kevin nicht vor, damit zu spielen, weil sie von nun an zur Seife gehören. Und, gefallen dir diese raffinierten Hacks? Dann wirst du die Outtakes lieben. Teile diese genialen und witzigen Spielzeug-Hacks doch mit deinen Freunden. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere die 123Go YouTube-Kanäle für weitere tolle Ideen mit viel Spaß. Immer schön clever bleiben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.